So, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem BL-Spiel ERC Ingolstadt gegen die Hamburg Freezers. Ich darf beide Trainer begrüßen, zu meiner Linken Hamburgs Coach Paul Gardner und zu meiner Rechten ERC-Coach Greg Thompson. Und zuerst Paul Gardner, your statement, please. Congratulations on the victory. It's a game of opportunities. I don't believe we came full bore in the first period there, but our goalie held us in for a while, and then he turned the puck over in the end of the first to good goal scorers. The puck ends up in your net, but we battled in the second and third, but didn't capitalize on our opportunities, and obviously they did, and the score ended up 5-0. But we've got to have everybody playing, no matter what time of year or where we are in the standings. We need 20 players going, and we only had about 14 or 15 tonight, and that's story of the hockey game. They had everybody going and skating, and that's why they're the winners, and we fly home. Thank you. Ja, er sagt, Glückwunsch an Ingolstadt zum Sieg. Es war ein Spiel von vielen Möglichkeiten. Wir haben hart gekämpft im zweiten und dritten Drittel, haben jedoch kein Tor gemacht. Ingolstadt hat genau das gemacht. Und man hat auch gesehen, dass in Ingolstadt einfach ja, viele Spieler auf dem Eis sind, die hart arbeiten und kämpfen. Bei uns eben nicht. Wir waren nach Hause. Gibt es Fragen heute Abend? Fischer auch nicht. Alles klar. Dann darf ich Paul Gardner und seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg nach Hamburg wünschen und wir sehen uns dann wieder am kommenden Dienstag zum Heimspiel gegen Berlin. Entschuldigung, Greg Thompson. Entschuldigung. Dankeschön, Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön, Olli Bauer, dass ich irgendwas sagen kann. Oh. Ja gut, ich sehe das ähnlich wie Paul. Man hat gemerkt, dass unsere Mannschaft, der Tank etwas leer war. Und wir haben immer zu dem richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Gott sei Dank. Und Demi hat super gespielt heute. Für mich, ohne Demi hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Es ist nicht, dass Hamburg nur keine Chance hatte. Wir haben auch viele Chancen vorne gehabt. Aber für mich ist es eine absolute Mannschaftsleistung. Auch wenn es war nicht unbedingt das schönste Eishockey. Aber jeder hat gesehen, dass die Jungs hat wirklich jeder für einen anderen gekämpft. Und diese Siegeswille brauchen wir auch in der Zukunft und auch in den Playoffs. Dankeschön. Okay, dann habe ich Paul Gardner jetzt einen guten Nachhauseweg wünschen. Wir sehen uns wieder am kommenden Dienstag zum Heimspiel gegen Berlin. Danke.